Reaktionsvideo. Für Dinge, die ein Fahrhändler nicht mehr hören kann, ging es um den Thema Preis. Diese Kette kostet online 11,95 Euro und im Fahrerladen 24, 30 Euro im Dreh rum. Warum das so ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Hi, hier ist der Markus vom Fahrgeschäft Fitbikes hier aus München und in diesem Video soll es um das Thema Teilepreise gehen. Warum machen wir das Video? Wir haben ja dieses Video gemacht, Dinge, die ein Fahrer nicht mehr hören kann, und da haben wir unheimlich viele Reaktionen drauf bekommen, über 1000 Kommentare, über 120.000 Mal das Video mittlerweile angeschaut worden, und durch die Kommentare konnten wir sehen, was euch beim Fahrradhändler aufregt, was ihr am unverständlichsten findet, und einer der größten Punkte davon war das Thema Preise. Es ist so, und das können wir nicht wegdiskutieren, dass wir bei den Teilen krasse Preisdifferenzen haben. Nicht bei allen Teilen, aber bei vielen Teilen. So eine ganz gebräuchliche Neunfachkette, Shimano-Kette, kannst du online kaufen für teilweise 11, 12 Euro. Und kannst du in einem Fahrradladen kaufen zwischen 25 und 35 Euro. Und das ist bei vielen Parts so. Schlösser, die werden bei Amazon für deutlich weniger Geld verkauft. Aber es gibt auch Beispiele, wo es nicht funktioniert. Ja? Also es gibt viele, zum Beispiel Supernova, da kriegst du die Lampe online fast gar nicht günstiger. Es gibt auch Fahrradmarken, die du online mit 10-20% kaufen kannst. Und es gibt Fahrradmarken, die du online überhaupt nicht günstiger kaufen kannst. Also irgendwie ist da ein Riesenspagat, irgendwie ist da eine Riesendifferenz. Und ich will versuchen, das mal ein bisschen aufzubröseln. Aber ich will auch vorweg sagen, natürlich finde ich es als Händler totale Katastrophe, dass als dasselbe Produkt so eine krasse, unerklärbare Preisdifferenz hat. Nicht, dass es falsch versteht. Ich finde es natürlich, ich bin nicht dafür, eine Buchpreisbindung oder ähnliches auf den Fahrradbereich zu übertragen. Und ich finde es völlig legitim, dass es im Onlinehandel ein bisschen günstiger ist und im Offline-Handel vielleicht ein bisschen teurer ist. Aber was ich nicht legitim finde, ist diese krasse Differenz. Was noch krasser ist, ist, wenn ihr unsere Einkaufspreise kennen würdet. Nehmen wir nochmal das Beispiel dieser Kette. Diese Kette kostet 11,95 Euro bei einem großen Online-Versand. Ich habe bei meinen Lieferanten Preise für diese Kette, also wie ich diese Kette in größeren Mengen einkaufe, zwischen 11 Euro und 16 Euro. Onlinehandel 11,95 Euro. Einkauf eines Fahrradhändlers zwischen 11 Euro und 16 Euro. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt verschiedene Staffelpreise bei unseren Lieferanten. Also wenn wir jetzt als Fahrradgeschäft, und wir sind jetzt halt nicht das größte, auch nicht das kleinste Fahrradgeschäft, aber wenn wir jetzt Ware einkaufen, dann unterschreiben wir einmal im Jahr einen, oder alle zwei Jahre, je nach Lieferant, einen Rahmenvertrag und definieren eine Staffel. Ja, das heißt, umso mehr wir bestellen, umso günstiger wird unser Preis. Aber diese Staffel ist meistens oben begrenzt. Das heißt, wenn wir mal die größte Staffel erreicht haben, wird es nicht günstiger. Jetzt ist es so, dass wir teilweise bei unseren Zulieferern überall in den größten Staffeln drin sind. Aber nochmal, 11,95 Euro kostet es VK brutto bei einem großen Onlinehandel und wir haben Preise EK brutto zwischen 11 Euro und 16 Euro. Das heißt, dass unser günstigster Einkaufspreis nur 95 Cent unter dem Verkaufspreis online liegt. Und das ist krass. Das ist richtig krass. Ich versuche jetzt mal ein paar Argumente zu finden, warum das so ist und wie sich das erklären lässt. Der eine oder andere hat geschrieben, ist ja ganz einfach. Ihr müsst ja einfach nur mehr kaufen, bekommt ihr günstige Preise, dadurch verkauft ihr mehr und dadurch lohnt sich es auch wieder. Jo. Also wenn wir jetzt mal überlegen, wir verkaufen von dieser Kette im Jahr 50 Stück. Ja. Ein größeres Online-Shop, mit dem wir es gerade verglichen haben, ein sehr großes Online-Shop, wird, wage ich mal zu behaupten, davon deutlich mehr verkaufen. Wenn ich jetzt davon, sagen wir mal, 500 Stück bestellen würde, dann würde ich vielleicht einen minimal anderen Einkaufspreis bekommen. Aber ich garantiere euch, diese 500 Stück,
Ja, die habe ich in 5 Jahren noch. Davon habe ich dann, wir rechnen 50 Stück im Jahr, in 5 Jahren habe ich da 500, habe ich nur noch 250 Stück da liegen. Ich würde dadurch nicht mehr verkaufen, denn unsere Kunden kommen, lassen ihre Fahrräder bei uns reparieren und es gibt ein paar, die wohnen in der Nähe, die brauchen schnell diese Kette, aber wir würden jetzt keine Aufmerksamkeit davon erzeugen, nur weil unsere Kette jetzt günstiger ist. Ja? Ich könnte nicht mal, wenn ich eine Zeitungsannonce machen würde und sagen würde, diese HG93 neunfach. Heute nur 12 Euro statt 25 Euro, wird keine Sau kommen. Also bin ich mir sicher. Ja? Wenn ich sie jetzt online verkaufen würde, dann vielleicht. Aber ich habe online keine Chance gegen einen Riesen, wie sie halt so gibt im Online-Bereich. Von daher ist dieser Weg für einen Fahrradhändler in unserer Größe und für einen kleinen Fahrradhändler überhaupt nicht machbar. Große Online-Geschäfte kaufen diese Dinger containerweise ein. Die umgehen auch den Großhandel, bei dem wir einkaufen. Die kaufen direkt beim Hersteller ein, also direkt bei der Marke hier in Blau mit dem S vorne dran. Und umgehen damit natürlich ein paar Wege. Es gibt teilweise auch Online-Shops, und da gehört auch der Amazon teilweise dazu, die eine Mischkalkulation fahren. Das heißt, du hast Produkte, an denen verdienen die keinen Cent. Dann legen die vielleicht sogar oben drauf. Aber du kaufst dann noch ein anderes Produkt und daran verdienen sie richtig viel. Vielleicht, weil es ein White-Label-Produkt ist, also weil es einfach die eigene Marke ist von dem Online-Shop oder was auch immer. Ja? Aber dadurch verdient auch ein großes Geschäft, wie die großen Online-Versender halt sind. Das können wir aber im Fahrrad auch nicht machen. Also wenn wir jetzt mal hier diese Kette wieder als Beispiel für 11,95 Euro anbieten würden wie der große, dann würden wir auch nicht mehr Leute in den Laden reinkriegen, dann würden wir auch nicht mehr, wird auch nichts passieren, dass jetzt jemand das noch kauft und dann noch ein Schloss kauft, weil das Schloss kriegt er halt nur mal bei Amazon und Co. auch deutlich günstiger. Ja, also von daher ist es eine Rechnung, die nicht aufgeht. Warum hat es dann trotzdem Berechtigung, als Fahrgeschäft eine Kette für deutlich mehr Geld zu verkaufen, als es online angeboten wird? Wir haben mal versucht, einen Unterschied zu schaffen zwischen dem Online-Kunden und dem Offline-Kunden. Der Online-Kunde ist aus meiner Sicht jemand, also haben beide komplette Daseinsberechtigung, aber es gibt den Kunden, der genau weiß, was er braucht, weil es ist sein Hobby, der kennt sich mit dem Thema super gut aus und jemand, der sich da ein bisschen reinliest in die Fahrradwelt, der kennt sich dann auch relativ schnell gut aus, der weiß jetzt, okay, ich will eine neue Kette auf mein Fahrrad draufziehen, dafür brauche ich die HG93, ich brauche noch einen Zahnkranz, ich brauche das Werkzeug und jetzt geht es für den nicht darum, das auszusuchen oder auszuwählen, sondern es geht nur darum, dieses Teil zu kriegen. Und da finde ich es völlig, völlig legitim, dann auch zu schauen, wo kriege ich das am günstigsten her. Und es ist momentan halt im Onlineshop. So, wenn ich aber jetzt halt keine Ahnung habe und auch mich damit überhaupt nicht beschäftigen möchte, zum Beispiel, wenn ich mein Auto zur Reparatur gebe, ich habe überhaupt keine Ahnung und ich will mich damit auch nicht beschäftigen. Ich brauche jemanden, der jetzt dieses Auto in kurzer Zeit repariert. Dann finde ich es auch völlig legitim, dass für die richtige Auswahl des Produktes, für die Lagerhaltung, für das Vor-Ort-Haben, dass dafür auch das Produkt einfach mehr kostet. Ja, du zahlst also nicht nur für das Produkt, sondern du zahlst auch für das Produkt drumherum. Wenn ich jetzt den Vergleich mache zu einem Auto, haben wir vor kurzem einen neuen Scheinwerfer gebraucht. Ich bin mir sicher, dass ich diesen Scheinwerfer deutlich günstiger im Netz kriegen würde, aber ich hätte keine Ahnung, was für ein Scheinwerfer jetzt in dieses Auto rein muss. Das heißt, ich müsste mich jetzt damit beschäftigen, ich müsste also Zeit investieren, ich müsste den Scheinwerfer selber einbauen und am Ende wissen wir nicht, ob es auch funktioniert. Ja? Aber diese Zeit, die ich da investiere, die ist ja auch ihr Geld wert. Und deswegen musst du es da nicht investieren, wenn du es im Fahrradgeschäft reparieren lässt. Und deswegen kostet nun mal eine Kette im Fahrradgeschäft deutlich mehr Geld als online. Noch schöner wäre, wenn es gleich wäre. Aber wir sind nun mal in der Globalisierung, wir sind nun mal in dem großen Informationszeitalter und da hast du die Möglichkeit, dir so eine Kette auch direkt aus Fernost zu bestellen, weil das wird auch passieren. Und es gibt auch viele Sachen, die du direkt von weit her kriegst. Und ob das jetzt Sinn macht oder keinen Sinn macht, das ist da völlig dahingestellt. Es geht nur darum, wo kriege ich es für den günstigsten Preis. Das war so ein bisschen mein Versuch einer Erklärung, warum das so ist und wie ich diese Dinge sehe. Ich bin mir sicher, 100% sicher, dass jetzt hinter der anderen Seite des Monitors jemand sitzt, der sagt, boah, ja, 10%, 15%, 20% ist ja völlig okay.
Lass uns mal kurz überlegen nochmal. Hierauf 25% Aufschlag zu machen, sind dann irgendwie, keine Ahnung, 13 Euro, 14 Euro. Davon könnten wir leben, wenn wir dann das Fahrrad, also wenn wir dann den Montagepreis deutlich höher setzen würden, ja, deutlich höher als jetzt. Und dann wären wir wieder der Wucherer, der so wahnsinnig hohe Preise pro Stunde verlangt. 100% recht machen können wir es niemandem. Ja. Wir gehen den Weg, dass wir das hier normal berechnen, wie es der Hersteller als UVP angibt. Und da auch eine sehr gute Auswahl bieten. Das heißt, wir haben viele gängige Teile da, die einfach notwendig sind. Du kannst es schneller haben, du kannst es sofort haben. Es ist schnell eingebaut und wir helfen bei der Auswahl und so weiter fort. Wir haben aber auch als Reaktion darauf viele Dinge nicht mehr. Wir hatten früher Wände voll Zubehör, wir haben sie nicht mehr. Ja? Wir wollen nicht konkurrieren, wir wollen eine Dienstleistung für den Kunden anbieten. Die Dienstleistung ist bei uns die Fahrradergonomie, die Auswahl des richtigen Fahrrades, das Fitting auf dem Fahrrad, also richtig auf dem Fahrrad drauf sitzt. Und natürlich auch die Dienstleistung der Werkstatt. Aber wir sind nicht mehr in Konkurrenz mit den Online-Shops in irgendeiner Form. Unsere Konsequenz war, dass wir diese Parts einfach nicht mehr anbieten. Das heißt, wenn du zu unserem Fahrradladen reinkommst, klar, wir haben die gängigsten Sachen haben wir da, wie im Verschleiß und auch, wir haben auch Tachos da und so weiter. Aber wir haben nicht mehr diese Mega-Auswahl, wie wir es früher hatten, weil ich jeden verstehe, der nicht nachvollziehen kann, dass es bei uns deutlich hochpreisig ist als online. So, was ich überhaupt nicht okay finde, ist, in den Fahrradladen reinzugehen, sich beraten zu lassen und dann das Teil online zu kaufen. Das ist so eine Philosophie, so eine Mentalität, die sehen wir hier fast jeden Tag, aber die ist super, super schwer. Beispiel, ich habe mir vor vielen Jahren mal einen Fernseher gekauft, da habe ich habe keine Ahnung vom Fernseher und ich habe auch mit 10 Minuten investieren überhaupt keine Mehrahnung gehabt. Ja. Und deswegen bin ich in den großen Elektrofachhandel gegangen und habe mir dann da eine Stunde in einem riesen Elektrofachladen mich beraten lassen. Und mein Kumpel, der mitgegangen ist, hat gemeint, okay, super, danke, jetzt können wir es ja bei Amazon bestellen. Und ich habe gesagt, das geht nicht. Ich kann nicht diese Stunde diesen Verkäufer die Zeit klauen und dann das Produkt für 100 Euro, also war damals, der Fernseher hat gekostet irgendwie 1000 Euro und das Produkt war für 100 Euro weniger bei Amazon zu finden. Musste aber darauf warten und er hat noch das Risiko des Transports und da konnte ich ihn direkt mitnehmen. War für mich überhaupt kein Mehrwert, den jetzt halt online zu kaufen und das fand ich auch einfach unfair dem Unternehmen gegenüber. Denn wenn ich jetzt halt nicht die Möglichkeit gehabt hätte, mir das vor Ort anzuschauen, mich beraten zu lassen, hätte ich keine Ahnung gehabt, was ich für einen Fernseher kaufen sollte. Und die Chance wäre groß gewesen, dass ich das falsche Produkt gekauft hätte. Und mit diesem Fernseher waren wir damals super happy. Ja, das aber mal zum Nachdenken darüber, was der Unterschied zwischen Online und Offline. Ja, nochmal kurz, Online ist nichts Böses. Ich kaufe viele Sachen online ein. Es ist die heutige Zeit der Technik. Aber überlegt euch genau, was für euch wichtig ist. Und überlegt euch dann, wie ihr einkauft. Ja? Wenn ihr genau wisst, was ihr braucht, kauft online. Wenn ihr nicht wisst, was ihr braucht, wenn ihr Beratung braucht, dann geht in einen Fahrradladen oder ein Geschäft eurer Wahl und lasst euch beraten, lasst euch das Produkt verkaufen, aber kauft es dann auch vor Ort. Markus, out! Ja, das waren meine 5 Cent zum Thema Preise. Haut in die Tasten, schreibt rein, was für euch eure Meinung richtig ist. Schreibt mir eure Erfahrungen, haut mir Kritik um die Ohren wegen den Preisen. Lass es ruhig alles raus. Ich bin super gespannt, was da kommt und ich gehe auch gerne drauf ein und ich bin auch überhaupt nicht so schade, ja, einfach mal das hören zu lassen, was deine Meinung ist. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann drückt unten rechts auf Abonnieren und vergesst nicht zu liken. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt aus dem Nähkästchen des Fahrradhändlers, dann vergesst nicht zu liken. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.